Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich bin Anja und ich nehme dich heute wieder mit zum Basteln und wir machen einen richtig schönen Geburtstagsgruß mit den kleinen Libellen und ich zeige dir ein paar Tricks, wie du die ganz einfach, bunt und besonders kriegst. Wenn du Lust drauf hast, dann lass uns zusammen loslegen. Ich habe mir aus dem schönen DSP Das Beste im Leben eins von diesen Papieren rausgesucht, das so einen tollen Aquarellhintergrund hat. Kann man natürlich auch selber machen. Hier ist es aber schon eine schöne Inspiration und ich finde DSP sowieso immer super, um sich eine Inspiration für eine Karte zu holen. Dieses Papier werde ich mir jetzt als Hintergrund auf meine Karte draufpacken. Die Karte habe ich schon vorgeschnitten und damit hier das Ganze schön drauf passt, werde ich das Ganze hier einfach einmal aufkleben und dann abschneiden. Dann brauche ich nämlich auch nichts messen oder ähnliches. Also einfach ein bisschen Kleber auf die Kartenfront. Die Seite auswählen, die ich haben möchte. Ich glaube, ich möchte da oben diese blaue Ecke haben. Ihr könnt das natürlich auch mittig aufkleben. Ich richte mir das jetzt einfach an einem Rand aus, beziehungsweise an zwei. Gut festdrücken und jetzt kann ich einfach das Überstehende abschneiden. Und die zwei Streifen, die schmeiße ich jetzt aber nicht weg, sondern da werde ich meine kleine Libelle drauf stempeln. Im besten Fall passt die hier drauf. Bei mir passt das. Ich habe das vorher schon mal ausgemessen, muss ich zugeben. Ansonsten kannst du natürlich auch einfach einen frischen Bogen fallen. Ich schnapp mir dazu ausnahmsweise mal ein schwarzes Stempelkissen. Das kommt ja bei mir eher selten zum Einsatz. Und stempel mir hier ein paar Libellen. Ich werde die kleinen Flügelchen hier mit Versamark stempeln und ein klares Embossingpulver drauf packen. Du kannst die aber auch noch mal farbig nachstempeln. Ich zeige dir das mal mit einem Beispiel. Ich habe mir hier die passenden Stempelfarben rausgesucht. Die stehen ja immer hinten auf dem DSP mit drauf. Das heißt, da kannst du dich super gut orientieren. Und jetzt könnte ich sagen, vielleicht möchte ich die oberen einmal farbig haben. Vielleicht bei dem hier, das so ein bisschen so einfarbig wirkt. Gehe ich einfach mit meinem Stempelfarbe hier drauf, möglichst nicht an meine Finger. Ich schnapp mir hier aber den zweiten Stempelabdruck, damit er nicht so ganz stark wird. Und wenn das ein bisschen schief ist, ist das auch gar nicht schlimm. Und dann habe ich einfach nur die Farbe intensiviert. Kann ich mit dem Blau auch noch machen. Und jetzt gehe ich aber hier mit meinem Versamark drüber. Und vielleicht kannst du sehen, meine schwarze Tinte war noch gar nicht ganz abgetrocknet. Das heißt, auch da klebt das Embossingpulver richtig gut dran. Ich finde es super, denn dann sind meine Libellen einfach komplett scheinend. Wenn du das nicht möchtest, dann einfach die schwarze Farbe richtig, richtig gut durchtrocknen lassen. Meine kleinen Libellen sind geföhnt. Jetzt schnappe ich mir noch ein Stückchen Weiß. Das habe ich mir so zurechtgeschnitten, dass es hier einen schönen Rahmen mit meinem Hintergrund gibt. Und da möchte ich meinen Spruch drauf stempeln, möglichst mittig und zweifarbig. Und zwar genau in den Farben, in denen ich auch meinen Aufleger gestaltet habe. Das heißt, ich habe hier wieder meinen Blaubeer und meine Wassermelone. Normalerweise würde ich das mit meiner Stempelhilfe machen. Ich weiß aber nicht, jeder hat eine zu Hause, deswegen zeige ich dir, dass das auch super ohne klappt. Ich fange mit der helleren Farbe an. In diesem Fall ist das das Rot. Und jetzt kann ich hier mit der zweiten Farbe vorsichtig hier oben dran gehen. Und jetzt nehme ich mir die hellere Farbe, auch ein kleines Fingerschwämmchen und fange hier an, den Übergang so ein bisschen zu tupfen. Und falls es nichts wird, hat das Papier immer zwei Seiten. So, ich glaube, das Schwierigste für mich ist, hier mittig zu stempeln. Und gerade. Das ist auch ein Vorteil von der Stempelhilfe.
mal gut abdrücken. Und ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Dann schnibbel ich jetzt noch meine kleinen Libellen aus. Und wenn alles ausgeschnibbelt ist, dann geht's ans Zusammenkleben. Und dann ist das Kärtchen schon fertig. Super schnell farbige kleine Falter. Und wenn du nochmal mit klarem Embossingpulver drüber gehst, dann haben die sogar noch einen Schimmer und Schein. Ich hoffe, dir hat diese kleine Idee gefallen und du lässt einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch riesig über einen Kommentar und ein Abo von dir. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüssi!